sehr geehrte Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Klimabonus, Klappe, die 97. Diese Bundesregierung arbeitet am nationalen Kraftakt, aber der heißt zur Zerstörung des österreichischen Mittelstandes unter dem Titel Energiewende. Wenn zum Beispiel die Minister Gewessler so weitermacht, kann sie sich auf ihre Fahnen hängen, dass sie mit ihren getroffenen Maßnahmen der letzten Monate den österreichischen Mittelstand nicht nur massiv belastet, sondern regelrecht in die Armut getrieben hat. Aber wahrscheinlich sitzt sie mit ihren schwarzen Kollegen in der dunklen, strengen Kohlekammer, wie zusammengeschweißt durch den Korruptions- und Machtgeber durch CO2-Nebel beeinflusst. Ich frage mich, was hat die österreichische Bevölkerung dieser Bundesregierung angetan, dass sie, so wie es scheint, durch den Hass getrieben immer neue weitere Angriffe startet, untermalt durch ihre glorreichen Vorschläge zum Einsparen. 2 Grad die Heizung zurückdrehen, 100 km/h auf der Autobahn und so weiter und vielleicht noch am Abend nur mehr bei Kerzenlicht sitzen, um Strom zu sparen und gleichzeitig draußen vor der Tür das Elektroauto aufzuladen. Oder sind Sie im Wettbewerb mit anderen Persönlichkeiten aus den Ländern, wer die überheblicheren, weltfremderen Ideen hat und die Bevölkerung für dumm hinzustellen und gleichzeitig auszubeuten unter dem Titel Klima? Ein Beispiel lieferte letztes Mal die niedersächsische Landeshauptfrau der ÖVP, Michl Leitner. Jeder könnte bei sich selbst anfangen zu sparen. Da beginnt man bei der Kleidung. Man braucht ja keine 10 Ballkleider, sondern nur 3. In der jetzigen Situation, wo mittlerweile ein Großteil des Mittelstandes jeden Euro mehrmals umdrehen muss, wo es zum Beispiel der Hälfte einer Schulklasse nicht mehr finanziell möglich ist, auf einer Schulland- oder Sportwoche zu fahren, wo mittlerweile viele Pensionisten sich entscheiden müssen, geben sie die durch die Inflation, durch die Teuerung aufgefressene Pension für Lebensmittel, Energiekosten oder lebenswichtige Medikamente aus. Ich frage mich, was wollen Sie mit Ihren skurrilen, weltfremden, mittelstandsvernichtenden Vorschlägen, die Sie auch noch in Gesetze gießen wollen? Sind diese aufgebaut auf mangelndem Wissen oder gefährden sie den Wohlstand der österreichischen Bevölkerung fahrlässig? Zum Beispiel habe ich das letzte Mal erklärt, der Frau Minister Gewessler, wo sie uns erklären wollte, dass der ortsansässige Baumeister sich freut, mit den Betonfundamenten der Windräder beauftragt zu werden. Da habe ich erklärt, dass ein 3-Megawatt Windrad 7000 Kubikmeter Stahlbeton benötigt und dass man das nicht schnell mit der Handmischmaschine obermischt. Das sind 1000 LKW und das habe ich letztes Mal schon erklärt. Aber das nehme ich heute noch zu dem Thema, dass die Frau Gewessler sich in der Sache sich nicht ganz auskennt. Wenn aber die gleiche Ministerin, natürlich mit ÖVP-Unterstützung, fordert, dass die Bevölkerung von ihren PKWs mit Verbrennungsmotoren alle auf Elektro umsteigen sollen und die Bundesregierung zusätzlich mit den zusätzlichen Steuern wie Erhöhung der NOVA, motorbezogene Versicherungssteuer, CO2-Abgabe und so weiter massiven Druck ausübt. Und jetzt ist leider die Frau Minister heute nicht vor Ort, aber vielleicht hört sie hoffentlich gut zu. Aber ich möchte kurz noch auf das Gesagte vom Finanzminister Brunner betreffend, man sollte bei der Wahrheit bleiben und alles mit Argumente unterstreichen. Er hört mich jetzt da nicht, aber ich werde es tun. Ich habe an die Bundesministerin eine Anfrage geschickt, weil er meine Fragen in der Ausschusssitzung nicht beantwortet werden konnten und auch in der vereinbarten Nachfrist und Zeit dort zu ergänzen mit anschließenden Versprechen ihrerseits bei der nächsten Sitzung ja keine Antworten bekommen habe. Ich habe der Bundesministerin Technologieblindheit vorgeworfen und die verschiedenen Berechnungsmodelle angefordert, aufgrund dessen sie behaupteten, dass der Umstieg auf schwere Elektro-Lkw für Firmen ohne Probleme möglich ist. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern daran, wie ich gesagt habe, wie das Ganze gehen soll mit 4,5 Stunden Lenkzeit eines Chauffeurs, 3/4 Stunden Pause, 4,5 Stunden Lenkzeit,
2-3 Viertelstunden Ladezeit und so weiter. Aber mir wurde erklärt von seitens der Experten, das ist alles kein Problem. Aufgrund dessen habe ich dann in der Anfrage gestellt, zum Beispiel die Frage, wie viel der genehmigten eingezeichneten Lkw-Stellplätze auf den Autobahnen sind davon mit E-Ladestellen ausgestattet, wie viele der genehmigten sind mit Schnellladeplätzen ausgestattet, auch für Pkw. Die Antwort ist sehr spannend. Das, was ich vermutet habe, weil ich bin ja ein bisschen auch unterwegs im Lande, auch auf den Raststationen, es gibt ganze 184 Ladestellen für Pkw, also man muss sich vorstellen, wenn jetzt da alle Pkw, alle umsteigen auf Elektro und sie die alle ausstellen bei den 184 Ladestellen, da wird es ein bisschen abenteuerlich, das Ganze. Aber dann wird es noch besser. Die Frau Gewessler fordert ja von den ganzen Unternehmen, dass alle Lkw umgestellt werden müssen. Und jetzt kommt die Windchenfrage an der ganzen Geschichte. Wie viele Ladestellen haben wir denn in Österreich für die Schwerlast-Lkw? Keine einzige, null. Ja? Also die Unternehmer zahlen jetzt, sollen Steuern zahlen, sollen ihren Fuhrpark umstellen, aber wir haben nicht einmal eine einzige Ladestelle in Österreich auf einer Autobahn oder Schnellstraße. Keine einzige. Ja? Und dann heißt das für mich, ja, Sie haben richtig gehört, keine einzige. Das ist für mich ja, fahrlässig. Die Frau Ministerin und diese ganze Bundesregierung gefährdet fahrlässig die Wirtschaft und fordert meiner Meinung nach auch fahrlässig die Bevölkerung umzusteigen auf Elektro, obwohl es keine Infrastruktur gibt. Und in der Privatwirtschaft würde ein Geschäftsführer für solches Verhalten die fristlose Kündigung bekommen. Aber ich bin der Meinung, die Verkehrsministerin mit der ganzen Regierung sollte nicht warten, bis die österreichische Bevölkerung die fristlose Kündigung bei der nächsten Wahl ausspricht, sondern sollte selbst zurücktreten, die ganze Bundessicherheit mitnehmen und Personen in die Funktion lassen, die eine Ahnung von der Materie haben. Natürlich geht es noch weiter, wenn es darum geht, um das Thema, welche Dinge sind geplant. Also es sind lediglich 600 zusätzliche Stellplätze geplant, E-Ladestellen sind dabei. Gibt es keine konkreten Angaben, aber die Detailplanungen sind doch im Laufen. Auch das gleiche Thema bei den ganzen Alternativen und E-Fuels, Kraftstoffen und so weiter. Da wartet man, bis irgendwelche Herrschaften im Bereich Fit for den 55-Paket auf der EU, ja, die Verordnungen und so weiter verhandeln. Ja. Also das, für mich ist das genauso haarspaltend, verhält sich das Ganze auch beim Klimabonus. Im Ausschuss habe ich den Experten nach dem Berechnungsmodell befragt, nachdem die Bevölkerung ja, auf jeden Fall auch im ländlichen Raum ja, ein paar tausend Euro an Mehrbelastung hat. Und wie dies durch die einmalige Klimabonus-Auszahlung in der Höhe von diese 250 oder 500 Euro abgedeckt werden soll. Und er war ehrlich, weil meine Zusatzfrage war, ob der Betrag gewürfelt wurde. Und er hat uns mitgeteilt, dass es sich auch mit allen anderen gesetzten Maßnahmen nicht ausgeht, die Erhöhungen wenigstens zu kompensieren. Also danke an den Experten, weil der hat die Wahrheit gesagt. Ja, und ich bin mir sicher, es kommt wieder von ein oder anderen in den Reihen, wenn ich die zwei Anträge vorbringe, ein schon wieder. Aber ja, wir Freiheitlichen leben nach dem Motto, aufgeben da mal maximal am Brief. Und vielleicht ist jetzt die Zeit reif, ein deutliches Zeichen über Parteigrenzen hinwegzusetzen und den Anträgen zuzustimmen, welche ich jetzt vorbringe. Beim ersten Antrag handelt es sich um die Anhebung des amtlichen Kilometergeldes als Maßnahme gegen die Teuerungen. Die Kosten für die Autofahrer sind seit Jahren im Steigen begriffen. Auch heuer wieder. Ich glaube, wir haben es ja in den Vorrednern, haben das ja auch persönlich schon erwähnt. Während die Kosten für die Autofahrer seit Jahren steigen, ist die Höhe des amtlichen Kilometergelds, dieser Pauschalabgeltung für alle Kosten, die durch die Verwendung eines privaten Kraftfahrzeugs für Fahrten im Zuge einer Dienstreise anfallen, seit Jahren unverändert.
Seit Juli 2008 beträgt das amtliche Kilometergeld für Pkw 0,42 Euro und für Motorfahrräder und Motorräder 0,24. Das ist unverständlich, weil die Höhe des amtlichen Kilometergelds vor allem deshalb, da damit unter anderem ja auch die Kosten für Abschreibung, Wertverlust, Treibstoff, Öl, Wartung, Reparaturen aufgrund des laufenden Betriebes, Zusatzausrüstung, Steuern und Gebühren, Versicherungen und so weiter, Parkgebühren, Mautgebühren enthalten sind. Und unserer Meinung der Freiheitlichen, die lautet, der Autofahrer darf nicht die Melkkuh der Nation sein. Ein Stopp der Belastungen ist dringend erforderlich. Die unterfertigen Bundesräte Steiner Christoph, Michael Bernhard und weiter unterfertigte Bundesräte stellen folgenden Entschließungsantrag. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, das seit Juli 2008 geltende amtliche Kilometergeld für Pkw in der Höhe von 0,42 auf 0,64 Euro anzuheben und sicherzustellen, dass dass Pendlerpauschale auch weiterhin im bisherigen Umfang steuerlich geltend gemacht werden kann und die geplante Ökologisierung des Pendlerpauschales zu keinen sozialen Härtefällen und zu keiner finanziellen Schlechterstellung der Pendlerinnen und Pendler führt. Und beim zweiten Antrag handelt es sich um die Rücknahme der Novaerhöhung, auch um die Teuerungsspirale zu durchbrechen. Und so wie ich vorher ja schon erwähnt habe und beschrieben habe, von der Bevölkerung zusätzliche Steuern einzuheben, die Bevölkerung zu bestrafen, aber die Infrastruktur für den geforderten Umstieg nicht einmal anbieten zu können, ist für uns Freiheitliche untragbar. Und aufgrund dessen geben wir Ihnen die Chance, das Gesetz zu reparieren, die Nova-Erhöhung zurückzunehmen, endlich auch auf alternative Kraftstoffe zu setzen, die auch in den bestehenden Fahrzeugen ohne Umbau einsetzbar sind und zusätzlich den Werterhalt des Eigentums der Bevölkerung der eigenen Pkw sichern. Daher stellen die Bundesräte Christoph Steiner, Bernhard Michael und weiter unterzeichnete Bundesräte folgenden Entschließungsantrag. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden aufgefordert, den Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der die am 19. Dezember 2020 beschlossene Erhöhung der Normverbrauchsabgabe rückgängig gemacht wird, sowie dass bei einer allfälligen Neuregelung soziale Kriterien berücksichtigt werden. Und als Freiheitlicher, als stolzer Familienmensch, als stolzer Großvater, als gewählter Vertreter fordere ich Sie zum Wohle der österreichischen Bevölkerung auf, endlich für die österreichische Bevölkerung zu arbeiten und sofort alle Maßnahmen zu setzen, die den Wohlstand gefährden, sofort zu unterlassen.